Moin, hier ist wieder der Kundendienst vom YouTube-Kanal Unignorierbar und heute geht's um Acken63, Julian Ackermann, that is. Der sagt, auch friedlicher Widerstand darf nie kriminalisiert werden, nur ein Kopf, damit es nicht in den Hals regnet. Fuck, Julian, musst du klug sein, um sowas zu sagen, dann auch in so elaborierter Grammatik. So, das nächste. Polizistinnen schleifen Protestierende in letzte Generation und dann steht falscher Titel, richtig wäre, Polizisten schleifen Terroristen von der Straße. Julian, du bist sowas von scheiße dumm. Polizisten töten Menschen, die letzte Generation ja wohl eher nicht. Die fossilen Industrien töten Menschen. Die letzte Generation ist nicht mal mehr gewaltvoll. Zeig mir irgendwas, wo das war. Es ist nicht so, aber der Punkt ist, in dem Moment, wo du die letzte Generation als Terroristen verunglimpfst, machst du es wahrscheinlich, dass Leute dagegen Gewalt anwenden. Jetzt gucken wir mal, wer du bist, dass du dir das anmaßt. Julian Ackermann. Wunderbar, du hast 18.300 Abonnementen und Videos, bla bla bla, aber machen wir mal nicht zu viel Werbung für dich, das ist nämlich alles scheiße. Also ihr seht so richtiger Stockfoto, Augenkrebs, wo er irgendwie sein Leben abhypt. Da bist du. Zum diesen 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ja, herzlich willkommen, Julian. Jetzt nehmen wir mal deinen scheiß YouTube-Kanal auseinander. Gott, bist du peinlich. Also du im Klartext, was du machst, du stellst dich mit Autos irgendwo hin, um andere Autos fahren zu sehen. Du machst auch Lego World War II Reenactments, also ziemlich gute Tendenzen, wenn das Kinder sehen auf jeden Fall. Mit Lego, was macht man da natürlich als erstes? Krieg spielen. Also du magst Autos, Krieg, hast hier noch ein paar Ballerspiele und bei deinen Videos wird es aber dann richtig, richtig peinlich. Das reicht dir alles nicht. Du musst da noch Carporn machen. Und das ist jetzt wirklich keine Erfindung von dir. Das schreibst du hier, Carporn. Du hypst Autos ab. Ich weiß nicht, ob man dir das bezahlt oder ob du einfach ein Autofiler bist. Also anscheinend sind Boys oder Girls nichts für dich, die Umwelt ist nichts für dich, Demokratie ist nichts für dich, aber Autos, bei denen heißen Auspüffen kannst du nicht widerstehen oder was? Du bist ein sehr, sehr komischer Mensch, Julian. Und vor allen Dingen, das Schlimmste ist, es gab eins, was noch richtig, richtig krass cringig war. Die ganzen Videos sind ja alles schon richtig schlimm, aber dann kommt das hier. Ahrweiler Camping 2020. Ist das so ein Bild? Genau. Darf ich auch mal? Ficken! So, also erstmal, Julian, deine komische Bulli-Retropie, ne? Mit diesen komischen Atzen hier. Der Punkt ist, Bullis war mal ein Zeichen der 68er. Die war mal ein Zeichen eines Gegenentwurfs zur Mainstream-Gesellschaft. Jetzt ist es nur noch irgendein blöder Kommerz-Scheiß. Und vor allen Dingen Ahrweiler, ausgerechnet Ahrweiler. Fällt dir da was auf, Julian? Hast du mal drüber nachgedacht? 2021. Die schlimmste Hochwasserkatastrophe seit mehr als 100 Jahren. Wir müssen hier sofort raus. Julian, da sind 130 Menschen gestorben wegen der Klimakatastrophe. Da werden solche Phänomene häufiger. Und das Einzige, was dir dazu einfällt, ist nicht nur irgendwelche Autos abzusexualisieren, sondern bei den Kommentaren die anzugreifen, die mal was dagegen machen, gegen die Klimakatastrophe, dass du auch weiter in deinen bescheuerten Karren rumfahren kannst. Also, Julian, wir haben jetzt offiziell Beef. Und beste Grüße vom Kundendienst unignorierbar.